So, hallo, da sind wir wieder, Morrowind. Wir sind im, ja, in Aldrun, Zugang zum Redoranischen Rat, denn wir würden fürchterlich gerne Hortator werden, der drei Häuser, und ja, das Haus Redoran ist eins davon. Wir wollen dem Haus Redoran nicht beitreten. Ich würde erstmal gern ein bisschen was über die Häuser erfahren. Wir wollen zu den Redoran-Ratsherren. Die Redoran-Ratsherren zählen zu den distinguiertesten und ehrenwertesten Dunmen in Morrowind. Hier. Vielleicht wollt ihr euch eine aktuelle Ausgabe von Das Rote Buch 3, Dritte Ära 426 von Haus Redoran anschauen. Es führt die derzeitigen Redoran-Ratsherren und ihre jeweilige Residenz auf. Das Rote Buch von Dritte Ära 426 dem Inventar hinzugefügt. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Das ist wunderbar. Mal schauen, was da jetzt drin steht. Welches die gegenwärtigen blablabla. Bla bla. Okay, das schauen wir uns doch gleich mal an. Da haben wir es auch schon. Das Rote Buch ist ein Jahrbuch der Angelegenheiten des Redoranischen Rates des Wadenfell-Distrikts für die Dritte Ära. Ich nehme mal an, das soll Dritte Ära heißen, oder? 426. In ihm sind die gegenwärtigen Mitglieder des Rates und ihre Wohnsitze aufgeführt. Ebenso werden darin wichtige Ereignisse und Ratsbeschlüsse aus dem Jahr festgehalten. Okay. Ratsherren des Hauses Redoran, Distrikt Wadenfell, kaiserliche Ära, es heißt doch Ära, 426. Ratsvorsitzender Fürst Bolvin Venim auf Ernennung der gnädigen Almsivi, oberster Ratsherr des Redoranischen Rates, Wadenfell-Distrikt, Fürst Aldrun aus Bolvin, Aldrun, Wadenfell-Distrikt, Provinz Morrowind. Okay. Großfürst Mina Arobar auf Ernennung der gnädigen Almsivi, ehrenwerter Ratsherr des Redoranischen Rates, Wadenfell-Distrikt, Fürst von Nordgasch aus Arobar, Aldrun, Wadenfell-Distrikt, Provinz Morrowind. Okay, das heißt, wir finden diesen Herrn in Aldrun, diesen Herrn nehme ich mal an Nordgasch, oder? Verstehe ich das jetzt richtig? Den Herrn Laren Ramoran finden wir in Fürst von Westspalte aus Ramoran. Oder finden wir den Ramoran? Und den im Bolvin. Ich habe noch nie von Bolvin gelesen, ehrlich gesagt. Und auch Arobar habe ich jetzt noch nicht gehört, glaube ich. Von Magan. Der ist Sareti, Südgasch oder Gash. Fürst der nördlichen Aslen aus Letri. Puh. Okay, der hier soll auf jeden Fall der Wichtigste, denn er ist der Vorsitzende, soll auf jeden Fall hier in Aldrun sein, glaube ich zumindest, wenn das stimmt, was da steht. Das müsste ja dann hier sein irgendwo, oder? Ratshalle, gehen wir mal in die Ratshalle. Mal gucken, ob wir den irgendwo hier finden. Das ist schon wieder was Größeres. Piu! Hier gibt's viel. Ja, tolle Sitzkissen habt ihr hier und so. Boldrias Andranos Haus. Ah, die wohnen hier alle. Ratsherberge. Ja, ich denke mal, wenn der Ratsvorsitzende ist, wird er vermutlich irgendwie feiner hausen. Und sich nicht mit dem niederen Fußvolk wie Schmieden abgeben. Händler, dann werden wir ihn vermutlich irgendwo oben finden. Sofern sich Morrowind nicht kurzzeitig aufhängt. Ich weiß nicht, da wollte vermutlich Windows gerade was. Mivanuritran. Kannst du mir was sagen? Zungenkröte, manche Worte sollten nur... Achso, du magst mich nicht, okay. Gut, wo geht's hier hin? Galsa Gindus Haus, da wollen wir auch nicht hin. Wo bin ich jetzt hergekommen? Bin schon komplett verloren. Wunderbar. So muss das laufen. Ich glaube, hier bin ich her, oder? Übungsraum. Zugang zum Da bin ich her. Okay. So, also hier unten war mal nichts. Dann haben wir noch das hier. Guls Jervus Haus. Ja, irgendwie
habe ich das Gefühl, dass ich den guten Herrn hier nicht finden werde. Die Frage ist nur, wo finde ich ihn dann? Gehen wir nochmal da raus. Wo geht's denn hier noch hin? Woher soll ich wissen? Nirgends. Na wunderbar. Okay, dann... Übungsraum, vielleicht kann mir da wer was sagen. Vielleicht kann mir da auch wer was beibringen. Ausbildung. Nur für die Unsrigen. Blöde Sache. Da steht genau ein Typ drin. Naja. Gut. Oh, hier habt ihr einen Balkon. Nett, nett, nett. So, bin schon wieder mal überfordert. Galsa Gindus, fragen wir mal den. Ich habe ja ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Ich will dem Haus nicht beitreten. Ich will nur wissen, wo der verdammte Ratsherr ist. Ratsvorsitzende ist. Was haben wir hier? Marvian-Quartiere. Naja, vielleicht hält sich der in irgendeinem Quartier auf. Vielleicht ist er auch in der Nilostalz. Das ist er nicht. Meisterin Brara Morwein. Okay, wir schauen nochmal, ob die nicht vielleicht auch hier irgendwo drin steht. Brara Morwein. Oh ja. Halten sich die alle hier auf? Ehrenwerte Ratsherrin Brara Morwein. Okay. Ja, wir sprechen einfach mal mit der. Sollen wir die gleich ansprechen? Ein Hortator ist ein Krieg seines großen Hauses. Warum fragt ihr? Wie wird der Hortator ausgewählt oder eigene Geschichte erzählen und darum bitten, zum Hortator bestimmt zu werden? Die Redoraner Ratsherren sind die einzigen, die für das Haus Redoran einen Hortator wählen können und das Votum muss einstimmig ausfallen. Die Aufgabe eines Hortators ist durch alte Sitten und Bräuche definiert. Im Wesentlichen jedoch ist ein Hortator ein Kriegsfürst des Fürstenhauses und muss sowohl kampferprobt sein als auch Mut und Ehrgefühl beweisen. Okay. Gut, dann soll ich ihm meine Geschichte erzählen oder soll ich sie zuerst ein bisschen überzeugen vielleicht? Ach, wir erzählen dir die Geschichte. Gäbe es einen Grund für mich, euch zu vertrauen, so würde mich eure Geschichte beunruhigen, aber im Augenblick beunruhigt mich mehr als eure Geschichte. Ich kann euch leider nicht helfen. Ja, dann überzeugen wir die Gute mal ein bisschen. Ein Tausender sollte das schon lösen, dieses kleine Problemchen. Was war's? Redoran Hortator. Ich bin beunruhigt. In der Politik erwarte ich zwar Hinterlist und Tücke, aber nicht von meinem Tempel. Ich glaube euch, euer Ring ist echt und ihr habt alles, was einen Helden ausmacht. Doch ich kenne euch nicht und kann euch nicht blind vertrauen. Ich muss über euer Gesuch nachdenken und meine Bedenken mit den anderen Ratsherren erörtern. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Wir schauen mal, was im Journal steht. Sie sagte, dass sie meine Bitte überdenken und ihre Besorgnis den anderen Ratsherren mitteilen will. Okay. Wir warten hier mal 24 Stunden. Vielleicht hat sie sich dann schon was überlegt. Mal gucken. Redoran Hortator. Okay, nee. Ihr seid sicherlich auf der Suche nach einer Taverne. Bin ich eigentlich nicht. So, gut, das war mal das. Welche Leute haben wir denn noch da drin stehen? Ich muss mir die Namen ein bisschen merken, falls ich an denen zufällig vorbeilaufe. Ein Aroba, ein Ramoran, ein Letan, ein Letri, ein Sareti, ein Bolvin und das war's auch schon wieder. Hallo, ich würde hier gern wieder weg, 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 danke. So, okay, das war mal, eine haben wir auf jeden Fall schon gefunden, die ist hier in dieser, wie hieß das Ding? Nee, 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 nee,
Nee. 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 Okay. Ich sehe die Tür jetzt gerade nicht. Hä? Nee. Nee. Das war's, oder? Aha, ist nicht eingezeichnet. Coole Sache. Morwein-Quartiere, weil die Dame ja auch Morwein heißt, ist irgendwo logisch, ja. Okay, das heißt, wir haben die eigentlich nur durch Zufall jetzt hier gefunden. Aber wo finden wir die restlichen? Vielleicht steht hier einer drin, zufällig. Holztür. Knock, knock. Ist da jemand? Nee. Ist da was drin? Nee. Ist da was drin? Nee. Wir werden hier mal rasten, bis geheilt. Ist zwar ein fremdes Bett, aber... Ja, wo bist du? Im Nebenraum? Tatsächlich. So. Wir rasten nochmal. Gut, dass die so schwach sind, sonst würde mir das ziemlich auf die Nerven gehen. Es ist auch nicht jedes Mal, wenn man schläft, ich glaube, es ist nur alle dreimal oder so, kommen die, das geht halbwegs, sonst würde mir das ziemlich schnell auf den Arsch gehen. So, wir schauen nochmal zu der Dame, vielleicht hat sie sich jetzt was überlegt. Wo war denn das jetzt? Hier. Hoppla. Geschichte erzählen, bla bla bla. Wir fragen mal, ob die mir was sagen kann. Ihr solltet die... Okay. Stellt euch von euren Leuten... stehlt von euren Leuten, schlagt eure Leute, ohne dass ihr provoziert wurdet und bringt eure Leute um und ihr werdet von uns ausgestoßen, bla 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 bla. Okay, okay. Wer bist du? Mondros Balur. Oh, die Typen mit Rüstung sind auch... Ihr seid nee, das ist nur eine redoranische Wache. Ich hoffe, das auch. Okay. Naja, hier finden wir die restlichen auf jeden Fall nicht, glaube ich. Das bedeutet, wir verpissen uns. Die Frage ist nur, wo geht's raus? Da geht's raus. Jarvus war ja keiner von denen, oder? Letri Letan. Nee. Okay. Wir haben also mit einer gesprochen, die will uns aber eigentlich keine Antwort geben, wie es scheint. Nicht recht. Ihr seht mir nach Ärger aus. Und mit dir können wir auch nicht über unser Problemchen reden. Und das Buch hilft uns eigentlich nicht wirklich weiter. Und, sagt uns nicht wirklich, wo die sind. Denn die ist Fürstin von Morgan. Ah, sie lebt in Ostaldrun, okay. Ramoran lebt in Aldrun. Der lebt auch in Aldrun. Der lebt auch in Aldrun. Das heißt, die leben quasi in irgendwelchen Häusern in Aldrun, oder wie? Oder vielleicht leben die... Ah, vielleicht... ich bilde mir ein, dass ich... Genau, die Namen kommen... Ah... Mann, bin ich blöd. Ja, die Namen kommen mir von den Häusern, die es da so gibt, bekannt vor. Ich habe mir schon gedacht, irgendwoher kenne ich die Namen schon irgendwie. Lanel Brenos ist, glaube ich, keiner. Wir suchen mal weiter. Wir suchen hier nach Jetri oder Letri oder wie auch immer der Typ heißt. So, Privatquartiere. Mal schauen, was das ist. Na bitte, Garcia Letri, Garisa Letri, wir würden gerne Hortator werden. Und das ist vollkommen absurd. Wenn ihr mein Freund wärt oder jemand Wichtiges, dann würde ich mir euren Unsinn vielleicht noch anhören. Aber Beryl Sala sagt, dass ihr bloß ein Spion des Kaiservolks seid und ein Täuscher. Mal schauen, wie du nach 1000 Draken über die Sache denkst. Redoran Hortator. Geschichte erzählen. Ihr glaubt doch nicht, dass euch das jemand glauben wird. Die ganze Sache von wegen Prophezeiungen und wieder zum Leben erweckten Helden und Dedra-Fürsten, die in Höhlen auftauchen. Ich habe auch gehört, ihr seid ein Spion des Kaiservolks. Aber wir reden schon viel zu lang. Ich beurteile einen Mann nach seinen Taten. Über eure weiß ich wenig.
Ich werde mit den anderen Ratsherren sprechen. Mehr will ich jedoch nicht versprechen. Okay. Etwas, das ich für euch tun kann? Er wird mit den anderen Ratsherren reden, bevor er seine Entscheidung trifft. Gut. Das heißt, wir suchen uns dann noch Nola, du hast eine interessante Rüstung. Das heißt, wir reden mit den anderen Ratsherren auch noch. Für irgendwen, denke ich mal, werden wir irgendeinen Auftrag erledigen. Und das wird dann den anderen beweisen, dass wir würdig sind. Oder irgend so ein Blödsinn wird das werden. Ist jetzt mal so meine Vermutung. Das heißt, wir schauen mal zum nächsten Haus. Das wäre Sareti. Wir gehen da mal rein und wir suchen den Herrn Sareti dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis denn.